Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Blade Kitten. Ja, ein Spiel von Chrome Studios und Atari für die PS3 von mir, Let's Play für euch. Ja, und ja, was ist Blade Kitten? Das ist ein kleines Action-Jump-Run-Spiel, das man sich für ein paar Euro vom PlayStation Network aus holen kann. Glaube ich auch nur. Also ich weiß nicht, ob das auf Xbox geht, aber ich habe es hier per PlayStation Network geholt. Ich spiele die PS3-Version, also ja. Ob es das für Xbox gibt, keine Ahnung. Ja, ist ein Jump-Run-Action-Spiel, glaube ich, was auf einen Webcomic sogar, glaube ich, basiert, mit dem gleichen Namen, den ich aber nicht kenne. Also keine Ahnung, ob sich irgendwie Ereignisse vom Comic hier in diesem Spiel irgendwie überschlagen. Aber mal sehen, ich habe das Spiel schon so lange und wollte das eigentlich schon so lange Let's Playen, aber da ich immer wieder so 3-4 Projekte gleichzeitig am Laufen hatte, wusste ich nie, wann ich dieses Spiel irgendwann dazu packen sollte, und jetzt mache ich es einfach mal. Wahrscheinlich gammelt das hier schon so ein halbes Jahr auf meine Festplatte rum. Ich habe mir irgendwann mal eine kostenlose Demo runtergeladen und ja, nachdem ich die irgendwie gespielt habe, da war glaube ich die erste Level oder so dabei, habe ich dann mir das volle Spiel geholt. Ich habe sogar mal vor, als ich jetzt frisch runtergeladen habe, versucht aufzunehmen. Allerdings, weiß nicht, der Sound war irgendwie zu laut. Jetzt habe ich da ein bisschen geändert und ja, ich wusste nie, wann ich das freischalten sollte. Ich habe es ehrlich gesagt schon mal hochgeladen, aber habe es irgendwie nie freigeschaltet. Deswegen, ja, Zeitmangel hatte ich oder wusste nicht, wann ich das hochladen soll. Aber jetzt machen wir das und jetzt kümmern wir uns Spiel. Ja, Bands. Yay, da ist sie. Und ich habe schon, glaube ich, einen Spielstand, ne? Erste Level kenne ich auch. Und okay. Ich habe jetzt gerade den Spielstand geladen. Ist geil. Ja, da habt ihr nichts gesehen. Ich kann nicht ins Hauptmenü gehen. Jetzt kann ich ins Hauptmenü gehen. Sehr gut. So, das habt ihr jetzt alle nicht gesehen, aber voll der riesige Spoiler. Man hat irgendwie Sachen vom Spiel gesehen. Sehr gut. Version 1 freigeschaltet, okay. Ja, das erste Level kenne ich und danach ist komplett blind. Bitte also keine Spoiler oder Tipps hier, so was ich am besten früh genug machen sollte oder wo ich Ausschau nachhalten sollte. Ich werde schon alles gerne alleine herausfinden. Und dann haben wir alle eine ganz gute Community, okay? Dann sind wir alle glücklich und dann sind wir alle zufrieden und sehr toll. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Karnevalssamstag jetzt hochladen will. Also den 14. glaube ich, werde ich den ersten Part hochladen und weiß nicht, vielleicht werde ich das nur am Wochenende hochladen oder vielleicht werde ich das nur alle 3 Tage oder irgendwie so hochladen. Mal sehen, wie ich das mache. Wie die Zeit hier mitspielt. Hierdurch wird ein vorhandenes gespeicherte Spiel überschrieben. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ja. Ich will sowieso wieder von neu anfangen. Wenn du in der Nähe eines Gegners kreist, kannst du diesen damit manchmal zu dir ziehen oder gar lästige Schilde und Rüstungen entfernen. Boah. Wie brutal. Oh, ich freue mich. Schon so lange, dass ich mal wieder ein anderes Nicht-Rollenspiel Let's Played habe. Breaker key K559558BAL. Terra Lee, leader of Skumaten troublemakers, known as the Nortean Wolves. Bounty, 1,000,000 hex. I'll take it. Actually, Pumpkin, I think I'll take it. Huh? One would hate to mess up that lovely hairdo. Ah, shucks. Are you trying to scare me or something? 'Cause you really suck at it. Okay then. Fine. We'll play it your way, shall we? What the? My ship. Ich glaube, das brauchte ich noch. Oh, I'm sorry. Did you need it? Thanks for this. Und das auch. Are you just gonna let her get away with that? Actually, yes. You will need to resolve this situation on your own. Blade, heal. Are we ready? Okay, Blunder. Bring it on. Stimmt. What interest do these off-worlders have with us? That human has a new playmate. Let's keep an eye on them both. Yes, ma'am. What
are you two noicks doing? She's getting away. Hull, this is a restricted area under the protection of the Sol Triumvirate. Stand back or we will proceed with the use of deadly force. This is your final warning. Thank you. My breaker key! I said this is your final warning. Okay, Gingerpants. You can just stop there. Und bam, so geht's los. Sehr gut. Boah, geil. Ja. Wir sind Kit Ballard. Vom Beruf Kopfgeldjägerin, Katzenmädchen und fliegende Schwertfliegende Kämpferin. Dingenskirchen. So. Ja, was können wir machen? Wir können springen, wir können doppelt springen, wir können schlagen, wir können. Was war das nochmal? Kann ich nicht irgendwie. Ja, wir können von der Nähe angreifen, wir können von der Weite angreifen. Dreieck mache ich irgendwann mit Dreieck. Keine Ahnung. Klettern ist genauso einfach wie laufen. Bewegen einfach L in Richtung zur der kletternden Wand. Boah, geil. Sehr schön. Boah, ich freue mich so auf das Spiel. So, diese gelbe Tusse hat uns hier unser Schiff kaputt gemacht, uns unseren Schlüssel geklaut und ja. Die hat auf jeden Fall volles Potenzial darauf, dass wir sie überhaupt nicht leiden können. So, mit drei kann man Sachen öffnen, genau. Sehr gut. So, mit dem Rechner analog kann ich irgendwie voll verdreht die Kamera schwenken. Ach so, ist halt okay, ja. Ich dachte, es ist halt irgendwie verdreht oder so. Genau, weiter nach oben. Das ist was Grünes. Bams. Ist Geld, okay. Ich glaube, Geld ist wichtig. Deswegen sammle ich so viel ein davon. Weiß bestimmt schon, dass das Hex sind. Sie sind hier in die Standardwährung. Davon sollte man sich einen netten Hort anlegen. Ja, lass mich da mal gucken, was hier ist. Du kannst L nach unten drücken und X drücken, wenn klettern oder was zum Ding. Da hat es gerade geschellt, aber ist mir egal. Mach doch nicht um. Okay, 8:30 noch irgendwann auf und da sind Gegner. Fast. Sehr gut. Klettern ist genauso einfach wie laufen. Wir bewegen einfach L in Richtung der zu kletternden Wand. Das hatten wir schon. Danke. Einer. Ach, Kissen. Was? Mit Wirk. Wirk, um einen nahen Angriff zu starten. Na los, Jungs. Sind total Weicheier. Die Jungs sind total Weicheier. Okay, hier waren wir auch. Irgendwie konnte man noch rutschen. Ah, mit unten und X. Okay. Wutsch. Au. Okay, unsere Lebensleiste ist das, dieser rote Ring, der. Oh, der ist schon wieder voll. Okay. Ja, das ist irgendwie unsere Lebensleiste. Da können wir irgendwie erkennen, wann wir tot sind und nicht. Macht Sinn, ne? Und das blaue da drum ist, mal denke ich, unsere Ausdaueranzeige. Können wir auch von beiden irgendwie angreifen. Von dem, was ich bis jetzt noch weiß, ist, dass das Spiel verdammt einfach war bis jetzt. Aber ich kenne ja nur die erste Level. Kann ich da nicht hoch? Doch. Mal gucken, wie sich das noch ergibt. Egal. Springen kannst du und mit X und weißt du was? Drücke nochmal, wenn du in der Luft bist und mal einen Doppelsprung ausführen. Geil. Ja. Ne. So geil. Wie vor au. Boah, dich knöpfe ich mir gleich noch vor. Sehr schön. Schade. Boah, der wird mich nie sehen. Dich, jawohl. Okay. Kann ich auch irgendwie rennen? Ich glaube, irgendwie konnte ich auch rennen. Sehr schön. Ich denke mal nicht, dass das Spiel so lange dauern wird wie meine anderen Projekte, die sich alle so um die, das war glaube ich ein Checkpoint, um sie 150 Parts oder so immer stapeln. Hey, Tusse! Ich meine Blondie, genau. Haven't you learned to give up yet? Nope, they don't teach that in Breaker School. I see they don't teach style either. My Breaker Key. Also ich finde, du bist stylisch gekleidet, Kid. Okay, da. Ach so, ein Schalter ist das, genau. Dreieck ist sehr vielseitig. Aktiviere damit Schalter, spreche mit Leuten, mach all diesen Nicht-Kampf-Kram. Boah, geil.
So, erstmal nicht überall runterspringen. Ich weiß gar nicht, kann man irgendwo überhaupt runterfallen? Du natürlich jede Ecke hier erkunden. Habe ich Schaden bekommen? Man geht, es geht falsch, Schaden. Was? Na, okay, gehen wir nicht da lang. Aber mit R2 kann man rennen, okay. Boah, mit R2 kann man ein Schild machen. Ich kann mich da noch ein bisschen bewegen. Sehr schön. R1 kann ich nichts machen. Oder bis jetzt noch nichts, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ja mehr Waffen und so. Kreis, um das Schwert zu aktivieren. Okay. Bams. Es war genug zuzugreifen. Dies kannst du über ziemlich überall tun, wo du guten Halt benötigst. Aber ich möchte mal dahin. Nee, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nur eine höher. Verdammt. So, nochmal. So, jetzt möchte ich gerne da lang mal. Ist ja gar nichts. Sehr schön. Ich mag bis jetzt schon den Stil des Spiels. Also Grafik, comichaft. Sieht man ja schon. Ist da aber. Nein! Ich möchte alles erkunden, Mann. Ich weiß, es ist ziemlich doof, aber vielleicht ist auf der linken Seite ja was. Da links von dem Ventilator, meine ich. Ja, hey, da kann man was kaputt machen. Boah. Mann, bin ich gut. Nein, bin ich schlecht. Oh, ist das blöd. Ich möchte diesen Ventilator ausstellen. Er nervt. So, 13 Minuten und wir sind immer noch relativ am Anfang. So, jetzt aber ernsthaft. So, da gab es bestimmt auch ein, zwei Sachen, aber egal. Ups. Nein, okay. Ui, na. Halte den linken Dialog nach unten, um in die Richtung, in die du rutschen willst, und drücke X mit Stahlkappenhandschuhe. Mit Stahlkappenhandschuhe wird daraus auch ein ganz ordentlicher Angriff. Okay, sehr gut. Checkpoint. Fierk wird bei Angriff, ja. Ah, ich kann Fierk Angriff reparieren. Aber nur solange mein Schild irgendwie da ist, oder was, ne? Ich glaube mal bloß nicht, dass ich viel blocken werde. Ich werde einfach alles kaputt hauen. War noch einer. Kannst du es wagen? Bestimmt wird das Spiel noch irgendwie verdammt schwierig am Ende. Weiß man ja nicht. Kann ich übrigens irgendwie was umstellen hier? Schwierigkeit und irgendwie sowas. So wird gespielt. Okay, sehr gut. Okay. Dann schon wieder ein Checkpoint. Was mit X auf einer Mauer zu springen, drücke dann links in Richtung der gegenüberliegenden Mauer und drücke sofort erneut X. Sehr praktisch an Stellen, an denen du nicht klettern kannst. Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das richtig mache. So. Aber ich lebe noch, da ist doch schon mal was. Kit, so. Ganz langsam. Wir sind beide nur Anfänger hier. Also ich jedenfalls, du bist wahrscheinlich irgendwie ein Profi-Kopfgeldjäger, aber ich bin hier noch Anfänger. So. Wenn du diesen Effekt siehst, kannst du beim Springen automatisch auf diesen Marker ziehen. Drücke L2, um sicherzustellen, dass das Ziel trifft. Diese ganzen Gimmicks hier irgendwie. Hey,
Auch will ich. Ich glaube nicht, dass es da was gibt, aber guck mal, ich kann auch schnell klettern. Boah, geil. Yay, Team. Ja, und ich bin das Team. Und du auch. So, dann. Oh, ich habe keine Ausdauer, sehe ich gerade. Okay, ich würde mal gerne wissen, warum das Schwert überhaupt schweben kann. Ich meine, ich wäre nicht so ein Typ, der sowas in Frage stellen würde. Aber trotzdem. Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig. So, mit R2 kannst du für kurze Zeit sprinten. Weißt du was? Durch diese Maschine da sprinten klingt nach einer tollen Idee. Ach. Huzapata. So. Dann los. Hut. Muss ich noch so von einer Seite so nach meinem Hut greifen. Den ich nicht habe. Und schon wieder. Oh. Könnt ihr es wagen? Auf Eis kaputt hauen. Irgendwas sagt mir, die Gegner brauchen irgendwann viel bedeutendere Strategien zum Erledigen. Anstatt diese ganz simple und barbarische, ich hau alles kaputt, Kampfstil-Taktik, die ich gerade ab. So. Mit dem Schwert kannst du prima durch zerfallene Wände und Böden schmettern. Achte auf Zeichen des Zerfalls und schlage dich dann zu Geheimnissen und Schätzen durch. Ja. So, warte mal. Erstmal hier. Irgendwie komisch aus die Währung. Nein. Ich habe da noch was verpasst. Gebe es mir. Danke. Ne. Wie viel sind die alle wert? Blau sind 500. Ich habe schon viel. Also konnte man da was kaputt machen? Ich glaube nicht, schnell. So. Was? Da kann ich runter. Lass er mich runter. So, hi, na? Okay, der Pfeil sagt, ich gehe da lang, also gehe ich nach oben. So. Ja, und jetzt wahrscheinlich, wo war. Ja. Irgendwie konnte man so ein Dingsangriff machen, glaube ich. Und ich. Genau. Doppelsprung und dann, da wollte ich noch hin. Ich bin tot. Okay. Oh, ey. Wie? Wo bin ich denn jetzt wieder? Alles kaputt machen, ey. Ich meine, Katzen machen ja gerne was kaputt, aber trotzdem. Oh, hey. Hier war ich noch nicht, oder? Doch. Hä? War der? Doch, hier war ich doch schon. So, mach die Steine kaputt. Wir sind hier in Minecraft. So, und diesmal ohne sterben, wenn es geht. So, geil. Okay. Hup. Bams. Da verbraucht meinen ganzen Vorrat an Ausdauer. So. Warum guck ich jetzt so blöd? Ah, da unten war was. Hab's genau gesehen. Lüg mich doch nicht an. Au, der lebt ja immer noch. Ey. Dann komm ich eben. Geh weg. Wieso? Da bist du. Ich glaube, er ist tot. So, dann weiter. Nee. Ist irgendwie die Rasse so oder die Soldaten oder so? Hab ich denn gerade den Arm abgeschnitten? Das ist ja brutal.
Oh, ach, die Stelle kenne ich sogar noch. Hier wollte ich die ganze Zeit immer irgendwo hin, aber oh. Weiß ich nicht, da muss man irgendwie so einen Sprung machen, glaube ich. Den habe ich nie geschafft. Da war nicht hier. Ich habe immer irgendwie 5 Minuten da dran gesessen. Sehr schön. So. Ich glaube, ich habe das Geld für irgendwas Gutes. Bestimmt, ne? Schon irgendwie so Ausrüstung und so. Halt. Da hätte was sein können. So, ist es aber nicht, ne? Ich soll L2 drücken, um sicherzustellen, um da irgendwo dran zu hängen. Aber irgendwie springt sie immer automatisch dahin. So, bin ich ja richtig? Wenn ich dann... Wutsch, gehe ich jetzt mal. Dann gehe ich jetzt mal. Geh weg. Ja, ich muss da lang, also... Erstmal da hoch. Erstmal da hoch. Ich muss eigentlich alles hier finden, oder? Aber trotzdem. Ach, da kann man was aktivieren. Dann. Okay. Wo war es jetzt? Hier. Ach, dann kann ich jetzt hier hin. Was hat ein Goldfisch? Ich habe einen Goldfisch gefunden. Okay. Ja, warum nicht? Haben wir wenigstens was fürs Mittagessen. So. Dann. Ja, dann kann man hier irgendwo runterfallen. Ich glaube, Leben und so hat man auch nicht, ne? Also ich kann sie ja so oft frecken, wie ich schmischt. Hey, ist auch wieder so ein Goldfisch, glaube ich. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Na? Ah. Bei denen sollte ich mich vielleicht schützen. Ah, verdammt. Okay, da ist eine Truhe, her damit. Oh geil. Und ja, das sieht einladend aus. Falscher Knopf. Na gut. Ja, da komme ich zur Truhe, glaube ich, ne? Ja, nicht das. Oh, sehr schön. Okay. Dann runter hier und weitere Abenteuer erleben. Ich mach dann gleich auch gleich mein Aua. Was? Mein ersten Schnitt. Oh, das ist eine Truhe. Haben will. Hm. Ja. Kaputt. Okay. Au. Aha. Hey. Kommt ihr näher? Au. Hilfe. Ja, meine Strategie klappt noch. Sehr gut. So, jetzt du. Ah. Ah, wie kann er es wagen? Was? Okay. Das war cool. Dann komme ich nach zur Truhe. Ich irgendwann kaputt machen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich würde auch sagen, ich mache hier mal meinen ersten Schnitt. Ich hoffe, das Projekt wird gut ankommen. Einige haben Spaß daran. Ich habe es auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Blade Kitten. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.